Hallöchen Leute und willkommen erneut zurück zu meinem Let's Play von Shivering Isles. Und diesmal bin ich auch wirklich direkt auf den zitternden Inseln drauf, denn ich habe es durch die Tore des Wahnsinns geschafft, weil ich in der Lage war, den Torwächter zu töten. Und dann habe ich ihm die beiden Schlüssel abgenommen und bin durch eins der beiden Tore durchgegangen. Jetzt bin ich hier und ich muss laut Karte bis ganz nach hier hinten, weil hier liegt Neu-Sheot mit Sheogorats Palast und da werde ich ihn auch treffen. Aber ihr seht, es ist noch ein weiter Weg, es ist sich im letzten Part einfach nicht mehr ausgegangen. Aber macht ja nichts, in dem Part wird es auf jeden Fall was werden. Dann werden wir mit Sheogorat reden können. Bin gespannt, was der zu sagen hat und vor allem, was der mit uns vorhat. Weil Heskel hat ja gesagt, dass er Pläne mit uns hat, also Sheogorat. Was das für Pläne sein werden, das werden wir ja noch herausfinden. Also ich werde es hier einfach mal weitergehen. So lange, bis ich Neu-Sheot erreicht habe. Und ich kann halt immer wieder von einer Region zur anderen rüberwechseln, von Mani nach Dementia und zurück. So, und schon wieder ein gieriger Hunger. Du kriegst mich aber nicht. Du wirst mich nicht essen. So, bin tot. Hab selber Hunger hier, aber dich werde ich auch nicht verspeisen. So, Hungerzunge und Gold. Ja, und ich hatte auch großes Glück. Ich habe nämlich von diesen Grummets habe ich nämlich eine Matrix bekommen und dadurch habe ich sogar eine Quest erhalten. Nämlich hier, der Antipodenhammer. Ich habe ein ungewöhnliches Objekt gefunden, eine sogenannte Matrix. Es sieht wie eine Art Gussform aus und scheint magisch zu sein. Ich sollte mich umhören. Irgendjemand auf den Zitterninseln muss doch wissen, wozu man es gebraucht. Und wenn ich in Neu-Sheot bin, werde ich auch jemanden finden, der mir was darüber erzählen kann. Habe ich wirklich Glück gehabt, weil diese Dinge sind eigentlich relativ selten. Die muss man nicht immer finden. Aber von denen gibt es halt auch mehrere. Und sobald man die erste gefunden hat, bekommt man automatisch diese Quest. Und es sind überall diese ekligen Grummet-Eier. Ja, überall lauter Grummet-Eier-Hügel und Pilzstängel. Ja, hier ist auch einer. Also die vermehren sich hier echt wie die Karnickel, wenn nicht sogar noch schneller. Und oh, da vorne ist ein Barleywog. Das ist so ein Wasserlebewesen. So, komm mal her. Giftiger Barleywog. Und bloß nicht beißen lassen, sondern lieber umbringen. So. Die halten zum Glück nicht viel aus. So, von dem bekommt man eine Perle? Naja, das ist jetzt glaube ich auch noch Glück gewesen, weil normalerweise bekommt man von denen ein Barleywog-Bein. Aber irgendwie kommt das auch davon, ob man Glück hat oder nicht. Ist halt auch Zufall. So, bin ich auf dem richtigen Weg? Wo geht's denn hier oben hin? Achso, das ist einfach nur so ein optionaler Weg, so eine Seitenstraße. Aha. Eine Brücke, also besser gesagt ein Steg. So, müssen wir mal die Karte checken. Ich bin hier falsch abgebogen. Da käme ich ganz woanders hin. Aber da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Nee. Vergesst es, da gehe ich noch nicht hin. Sumpftentakel, ja, nichts bekommen, Pech gehabt. Ich will nach Neu-Sheot. Ich werde jetzt hier keine Abzweigungen nehmen, die mich irgendwo anders hinführen, wo ich gar nicht hin muss. Das kann ich alles noch später machen, also keine Sorge. Ich werde euch alle Nebenquests hier in Shivering Isles natürlich zeigen und versuchen, die auch alle zu einem Ende zu bringen. Aber fürs Erste werde ich jetzt erstmal der Hauptstory folgen, bis zu einem gewissen Punkt halt mal. So, was bekommen wir von diesen Dingern? Wasserwurstschote. Aha, einen Wasserwurz-Schotenkern bekommt man davon, alles klar. So, mal sehen, wann mich wieder die nächsten Monster anfallen, die sind ja hier überall. Sei es jetzt ein Knorz oder eine Elytra oder wieder so ein Dingsbums. So ein Grummet, warum kann ich mir nicht die Namen von den Viechern merken? So, ihr habt entdeckt, geflutetes Lager, das sieht eindeutig geflutet aus, kannst du laut sagen. Und, ist schon wieder ein Barleywog. Stirb! So, tot. Hier werde ich aber wohl keine Beute finden, weil es ist hier alles schon unter Wasser. So, zwei Goldmünzen, was hast du die denn hier? Aber wen hast du die denn geklaut, hä? Wie dir jetzt auf einmal so ein Kopf fällt, ist das, oh nein, ich bin tot, scheiße. Tja, Pech gehabt. So, kann man noch Wasserwurzschoten kennen, kann man hier sammeln. Ganz viele sogar. Hier ist scheinbar überhaupt nichts. Ne, ist nur das eine Haus abgesunken und im Wasser drin. Ah doch, hier ist ein Sack im Wasser, okay. Mit Schweinslederschuhen, die müssen aber auch total nass sein. Oh, ist jetzt so schwer belastet, die Schuhe sind ja so schwer. So, bin ich nicht. Wie oft denn noch? Ah, Moment, hier, hätte ich ja beinahe übersehen. Eine Truhe haben wir hier noch mit 7 Goldmünzen. Wow, toll, ich habe eh schon über 223.000 Septime. Ich habe so viel Gold im Hauptspiel schon
bekommen, für Quests, die ich gelöst habe, für Sachen, die ich vor allem verkauft habe, ich irre viel Gold bekommen. Also arm bin ich auf keinen Fall. Also ich werde mir alles leisten können, was ich mir hier noch so kaufen können werde. Und aha, hier in der Nähe ist irgendwo eine Festung. Ich habe da vorne schon was gesehen. Ja. Obwohl, nee, Blödsinn. Das da vorne ist sogar schon ein Scheo. Das ist schon die Stadtmauer. Und irgendwas kommt schon wieder auf mich zu. Aber von wo? Da vorne. Das scheint ein Knorz zu sein. Ja, es ist ein Knorz. Ein Knorz-Ältester. So, komm, stier. Vielleicht hast du noch mal Bernstein für mich. Die kriegt man nämlich manchmal von denen. Diese Bernsteinstücke und tot. So, und... ja, wieder Bernstein. Sehr gut. Weil Wahnsinnserz habe ich ja schon ein paar Mal gefunden und Bernstein halt bisher nur zweimal. So. Gut, ich geh trotzdem kurz hier rüber. Dann habe ich nämlich den einen Ort da schon mal auf der Karte eingezeichnet. Dann kann ich da schnell hinreisen. Wenn ich Bock drauf habe. So, ihr habt entdeckt Xiretard. Merkwürdige Namen. Aber die meisten Runen fangen hier alle irgendwie mit X an, genauso wie Xedeffen im Randland. Und das ist halt jetzt Xiretard. Bei manchen, wie gesagt, müssen wir sowieso hin, um in der Story voranzukommen oder irgendwelche Nebenquests zu lösen. Und manche kann man nur so machen und oh mein Gott. Was bist du denn hier vorne? Schon wieder eine verstörte Klapperscheuche. Na genau so siehst du auch aus, total verstört. Also werde ich dich von deinem Leid erlösen. Oh, okay. So. Schon wieder Knochenmark. Warum kriege ich denn keine Knochensplitter von denen, ne? Weil ich halt kein Glück habe. Oh mein Gott, seht mal da hinten. Seht ihr dieses Vieh da hinten? Da wo ich jetzt gerade mit meinem Fadenkreuz drin bin, das bewegt sich. Das ist ein Skalon. Die sind auch ganz schön fies, weil die können sich unsichtbar machen. Wenn die mich bemerken. Die machen sich unsichtbar. So, ich werde jetzt einfach mal hinrennen und das Vieh umbringen, weil von denen kriege ich auch was Nützliches. So. Attacke! Wo bist du? Da! So, und ihr habt gefunden, Friedhof von Aschirden. Wo ist jetzt das Vieh hin? Wo bist du? Ah, hier! Und tot. Ja, das ist, so schnell kann man sterben, wenn man das mit mir zu tun bekommt. Alter, wie sieht das denn wieder aus? Bauchmuskeln zucken voll. So, von dem bekommt man eine Skalonenflosse, Wasseratmungsschaden, Lebensenergie, Blitzschaden und Mühsal. So. Wieder ein neuer Gegner. Größtenteils nur am Wasser anzutreffen oder vielleicht sogar auch im Wasser. Kommt immer ganz drauf an. So, die tiefe Orca-Verdauungsschleim. Schleim, das muss auch eklig sein. Ich meine, ich stelle mir das so vor, man sieht das ja nicht, aber ich wette, mein Held greift da von oben irgendwie so mit seiner Hand da oben in diese Öffnung rein und dann tropft der ganze Glibber von seinen Handschuhen runter. Igitt. So, hier ist tatsächlich ein kleiner Friedhof, aber da kann man eigentlich nicht wirklich viel machen. Also gehen wir lieber weiter. So, also das hier außen, das ist bereits Neu-Scheo, das sind schon die Stadtmauern. Wir sind also schon fast am Ziel und... oh, da ist noch so ein Skalon. So, komm her! Warum müssen die sich immer unsichtbar machen? Voll dumm. So, Skalonflossen, Knochen brauche ich nicht von dir, der ist eh nichts wert. Bringt doch gar nichts. So, gleich bin ich da. Gleich bin ich am Ziel. Oh, hübsche Wasserfälle übrigens. Haben sie auch schön gemacht. So, ihr habt entdeckt Tiegeln. Und Tiegeln muss man versiegeln oder irgendwie auch nicht. So, und hier haben wir wieder eine dunkle Verführerwache. Ich habe nämlich auf meinem Weg hierher nämlich eine tote Wache gesehen. Die wurde scheinbar von irgendeinem Monster gekillt. Aber mit denen sollte man sich besser nicht anlegen. Seid gesegnet, Bürger. Wahn Gottes Segen. So, erzähl mir doch ein bisschen was über Neu-Scheot. Die Matzken bewachen Tiegeln in Neu-Scheot. Wir sorgen dafür, dass die Dementen die Ordnung und den Respekt für unseren Fürsten Sheogorath bewahren. Ja, also diese dunklen Verführer, den nennt man auch Matzken. Das ist so, wie wir jetzt, wir nennen ja auch die Hochelfen, werden im Spiel ja auch Altmeer genannt und die Dunkelelfen Dunmeer. Und die dunklen Verführer, die heißen halt auch Matzken. Und ja, erzähl mir mal was über Sheogorath. Sheogorath ist unser Fürst, der Herrscher über die Shivering Isles. Sein Wille lässt die Matzken wandeln und wir dienen unserem Herrn bis in den Tod. Ja, das ist schön für dich, aber wenn du mal tot bist, dann kannst du nicht mehr dienen. Die Shivering Isles sind ein Spiegelbild unseres Fürsten Sheogorath. Gespalten und doch perfekt. Ja, wenn du es sagst, leb wohl. Geht mit unserem Herrn. Alles klar. So, und hier haben wir jetzt das riesige Stadttor. Wohl gut. Ich habe schon größere Tore gesehen. Einfach mal reingehen.
da sind wir nun und hier haben wir gleich mal eine Schlangen-Menschenstatue, was auch immer das hier sein soll. Eine hübsche Statue, wohl hübsch, naja. Auf jeden Fall cool designed. Ich habe das Gefühl, dass es gleich zu regnen beginnt. Ja, hier sind wir jetzt in einem der beiden Stadtbezirke in Tigel. Das liegt halt in Dementia und wenn wir rübergehen nach Bliss, sind wir wieder in Mani. Und der Palast liegt halt genau auf der Grenze dazwischen und es regnet tatsächlich. Oh, so ein Sauwetter. Ich bräuchte eine Unterkunft. Ich brauche eine Unterkunft. Ich muss jetzt doch irgendwo ein Gasthaus geben. Hierher. Was? Ich muss mit euch sprechen. Es ist wichtig. Was willst du denn von mir? Hey, ihr da. Ja, ihr. Kommt hier herüber. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Lasst uns nicht hier darüber reden. Kommt zum Gitter am Abwasserkanal im Nordosten der Sheogorath-Statue. Kommt, wenn es dunkel ist. Und kommt allein. Okay, Hierus Clutumnus. Und schon habe ich eine Quest von dem bekommen, einfach weil ich mit ihm geredet habe. Muss ich mir mal ganz kurz anschauen. Letzte Ruhe. Hierus Clutumnus sagte mir, ich solle ihn nach Einbruch der Dunkelheit am Gitter des Abwasserkanals im Nordosten der Statue von Sheogorath auf seinem Thron treffen. Alles klar, schon wieder eine Nebenquest, kümmere ich mich später drum. So, was haben wir denn hier? Kränkelklares Krug, das ist ein Gasthaus, da schauen wir doch mal rein. Da werde ich mein Zimmer nehmen. So, wen haben wir denn hier sitzen? Du bist aber nicht Kränkelklarer. Und Kaschid ist auch noch da und ich bin nicht so schwer belastet. Wie oft denn auch? So, wer bist du? Maureen. Ich bin Maureen. Falls ihr irgendwelche Geheimnisse habt, könnt ihr sie mir ruhig anvertrauen. Ich werde sie niemandem erzählen, außer meiner Familie. Es sei denn, sie sind spannend. Also mit anderen Worten, du plauderst einfach gerne und kennst sicher einige Gerüchte. Ich habe gehört, dass Earil von Brithauers Mätzchen die Nase voll hat. Er will wirklich, dass etwas unternommen wird. Wer bitte ist denn Brithauer? Earil hat ein großes Problem mit Brithauer. Ich weiß nicht genau, worum es dabei geht, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass Earil einen großen Wirbel darum macht. Earil besitzt in der Stadt einen Zauberladen mit dem Namen Earils Mysterien. Wenn ihr mehr wissen wollt, schlage ich vor, dass ihr ihn selbst fragt. Quest hinzugefügt, Brithauer. Und schon wieder eine Nebenquest bekommen. Ich sage, man muss einfach mit den Leuten reden. Auf Wiedersehen. So, und wer bist du? Du bist Massara. Es ist weg. Alles weg. Habt ihr irgendetwas davon gesehen? Irgendetwas von meinen Sachen? Die anderen, die glauben, ich würde stehlen, aber ich will nur meine Sachen wieder haben. Also, du wurdest also beklaut, das ist aber nicht sehr schön. Die Eiferer haben sich der Anbetung von Arden Sul hingegeben. Ah ja, gut zu wissen. Wiedersehen. So, das hier ist Kränkelklare und... Oh, weia, die sieht ja wirklich ein bisschen kränklich aus. Oh, hallo. Kränkelklare, Eigentümerin. Kommt mir nicht zu nahe. Ihr könntet euch sofort anstecken. Ein Haken bei der Sache, wieso? Naja, so wie es aussieht, werde ich sterben. Ja, dies könnten meine letzten Tage auf den Shivering Isles sein. Außer, jemand wie ihr hilft mir dabei, das Heilmittel zu finden. Aber niemand hat bisher mein Angebot angenommen. Selbst gegen Belohnung nicht. Ach ja, wenigstens hatte ich ein schönes Leben. Vermutlich. Oh, Quest hinzugefügt eine flüssige Lösung. Warum denn gleich so niedergeschlagen? Ich investiere es mal aus. So, gut, kennst du Gerüchte? Jeder Einwohner von Splitz ist in seine manische und seine demente Hälfte geteilt worden. Ach so, ja, ja, da werden wir auch noch hinkommen. Das ist auch ein ganz besonderer Ort auf den Shivering Isles. So, ja, dann erzähl mir doch mal, was ist dieses Heilmittel und wo kann ich das finden? Wollt ihr mir helfen? Ja, ich werde euch helfen. Vielen herzlichen Dank. Es gibt auf den Shivering Isles nur einen Ort, an dem ihr ein Heilmittel für meine Krankheit finden könnt. Am knorrigen Dornbusch. Ich markiere es auf eurer Karte. Dort befindet sich an der untersten Stelle ein Becken mit dem Heilmittel Aqua Nostrum. Der Legende zufolge sprudelt es um eine alte Statue herum. Bringt mir das Heilmittel und ich werde euch reichlich belohnen. Hier, nehmt diese besondere Flasche, um das Aqua Nostrum zu sammeln. So, Quest aktualisiert.
und Markierung zu eurer Karte hinzugefügt und Claras leere Flasche zu eurem Inventar hinzugefügt. Ich verstehe. Aquanostrum. Oh ja, das ist das Wunderheilmittel für alle Krankheiten. Neulich hat mir ein Besucher meiner Einrichtung von dieser Lösung erzählt. Er bot mir an, mir zu zeigen, wie ich meine Krankheit heilen kann, wenn ich ihn dafür umsonst beherberge. So ein Glücksfall. Anscheinend existiert dieses Mittel nur am Fuße des knorrigen Dornbuschs. Ach ja, so nah und doch so fern. Wie ich sehe, ist die Flasche immer noch leer. Jetzt bleibt mir nichts mehr, als auf meinen kalten, einsamen Tod zu warten. Alter, was ist denn mit der? Das ist ja richtig schlimm. Nein, 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 ich werde dich schon nicht sterben lassen, keine Angst. Vor die Augen zugekniffen, dass die überhaupt noch was sieht. Ich hätte gerne ein Bett. Würde mich gerne ein bisschen ausruhen, wenn ich darf. Ihr seid müde, oder? Seid vorsichtig. Ihr könntet krank werden. Oder sterben. Man weiß ja nie. Wenn ihr unbedingt schlafen müsst, kann ich euch ein Zimmer für 20 Gold die Nacht anbieten? Oh, ich nehme es. Sehr gut. Durch diese Tür die Treppe hoch. Es ist dann die erste Tür rechts. Schlaft gut, wenn ihr könnt. So, dankeschön. Beeilt euch. Niemand weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ja, im Prinzip haben wir genug Zeit. Also das ist jetzt auch keine Quest mit Zeitdruck. Die können wir jederzeit erledigen. Die wird uns schon nicht wegsterben. Auch wenn das irgendwie den Anschein erweckt. So, Moment, wen haben wir denn hier? Wer bist du denn? Ein Ork? Katzen. Überall Katzen. Ihr habt diese schmutzige, bettelnde Katze nicht gesehen, oder? Nee. Was? Investiere 500 Septime? Der hat doch gar nichts. Aber gut. So, kennst du Gerüchte? Ich gehe keinesfalls zum verzierten Visier, auch wenn dort Rüstungen verkauft werden. Ich bleibe lieber in Tiegeln. Achso, ja, das ist eine Schmiede in Bliss drüben. Wie heißt der Typ? Uzhna Groshad Borgob. Ja, bitte einmal buchstabieren. So, wer bitte ist denn Bisha der Khajiit? Ja, er ist es. Ist er nicht furchtbar? Wenn nur jemand dafür sorgen könnte, dass er verschwindet. Ich kann das für euch tun. Ihr würdet das für mich tun? Ich würde fast alles für euch tun, wenn ihr dafür sorgen könnt, dass er verschwindet. Endgültig. Für immer. Und dass er nie mehr auftaucht. So, Quest angefügt Uzhnas Terror. Na, das klingt aber nicht sehr freundlich. Er ist noch da. Ich habe ihn gesehen. Schleicht herum wie ein räudiger Straßenkater. Naja, ist eben so. Hütet euch. Ja, da habe ich schon wieder eine Quest bekommen, aber um die kümmere ich mich auch später. Und übrigens, das ist jetzt nicht Bisha, das ist ja Masala, also dieser eine Kaschin. Oh, er hat einen Hund, ja, Uzhnas Hund. Oh, ist der süß. So, wo war jetzt nochmal mein Zimmer? Die Treppe rauf, hat sie doch gesagt. Hier, ne? Genau. Metallte zu Gästezimmer, Kränke Claras Krug. Ich werde mich ganz kurz aufs Ohr hauen, um mich wieder zu heilen. Und dann gehen wir erstmal zum Palast. So, wurde jetzt gesagt, hier? Ja, das, oh, ein schönes Bett. Mal, naja, gut, schön. Es ist zweckmäßig, würde ich mal sagen. So, wie lange sollte ich mich ausruhen? Ich werde mich gleich mal 12 Stunden ausruhen. Es ist eh schon abends und dann ist gleich wieder früh am Morgen. Also, bis gleich. Und richtig schön ausgeruht. So, ich bin nicht so schwer belastet. Wie oft denn noch? Ich muss jetzt gleich mal meine Sachen verkaufen. Ups, was war das gerade? Ich habe irgendwas aus dem Inventar rausgenommen. Dieses große Elixier der Erforschung, das wollte ich gar nicht. So, Federtrank. Und schon kann ich mich wieder rühren. So, Tür zumachen. Können wir gleich wieder abhauen. So, alles klar. Ja, der Himmel in Dementia ist übrigens immer so grünlich-blau. Und der in Demane, der ist halt richtig schön hell und fröhlich. Oh, ist das dieser Bisha? Wo ist der denn jetzt hin? Alter, der rennt hier voll die ganze Zeit durch die Gegend. So, bleib doch mal stehen. Ja? So, kennst du Gerüchte? Einen Frostzauber gegen eine Klapperscheuche zu sprechen, ist sinnlos. Okay, dann werde ich das auch nicht tun. So, irgendwie habe ich ja von Uzhna Groshad Borgob irgendwie gehört, dass du verschwinden sollst. Er hat einen schönen Hund. Ich mag Hunde. So, verlass Tiegel, der macht Uzhna Angst.
Warum sollte ich gehen? Nur weil ihr es mir befehlt. Ja, wo er eigentlich recht hat, hat er recht. Warum sollte er gehen, nur weil ich ihm das sage? So, und hier haben wir Erils Mysterien. Da können wir wegen Brittauer kurz mal reinschauen. Oh, okay. Hat noch zu, na dann nicht. Egal, dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite, weil durch diese Tür, durch diese komische steinerne Fresse hier kommen wir nämlich nach Bliss. Ah, das sieht doch gleich viel besser aus. Richtig schön hell und fröhlich, der Himmel ist schön. Fast euch kurz, Sterbliche. Ah, hier haben wir schon die zweite dieser beiden neuen Rassen. Das sind nämlich die goldenen Heiligen. Fasst euch kurz. So, du wirst mir auch was über Neu-Sheod erzählen, oder? Neu-Sheod ist die Hauptstadt der Shivering Isles. Wir Aureale bewachen Bliss, den manischen Bezirk der Stadt. Ganz genau. Die goldenen Heiligen heißen auch Aureale. Die gefallen mir vom Aussehen her persönlich besser als die Matzken. Aber das ist halt Geschmackssache. Sheogorath herrscht über die Shivering Isles. Wir, die Aureale, sind seine bevorzugten Soldaten. Der perfekteste Ausdruck seiner Macht. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass die Matzken genau dasselbe meinen, hm? Die Domäne Sheogoraths, des Fürsten des Wahnsinns. Wir Aureale haben die Aufgabe, dieses Reich gegen die geringeren Wesen zu verteidigen, die es zerstören wollen. Ja, na dann, weitermachen. Geht jetzt. Ja, und mit den beiden Rassen hier, also mit den Matzken und den Aurealen, verhält es sich eigentlich so wie mit der kaiserlichen Wache in Cyrodiil. Wenn wir hier irgendwas anstellen, also wenn wir wo einbrechen, irgendwas klauen oder sogar jemanden umbringen oder auch nur angreifen, dann kommen die angesaust und werden uns ebenfalls ins Gefängnis stecken. Und dann müssen wir eine Strafe zahlen. Also ist eigentlich genauso wie im Grundspiel halt auch, nur dass es halt eben hier diese zwei Arten von Wachen dafür gibt, die hier für Ordnung sorgt. So, wo bin ich denn hier? Wo geht's hier rein? Haus von Tove dem Rastlosen. Wäre aber Einbruch, wenn ich da jetzt reingehe. Ist vielleicht, weil es nicht zu früh ist, dann warte ich halt noch ein Stündchen. Die schlafen wohl alle sehr lange hier, hm? So, jetzt darf ich rein. Ah, und da ist schon dieser Tove. So, bleib doch mal stehen. Wo will er denn hin? Ich folge ihm einfach mal. Ah, der ist einfach mal hier reingegangen. So, Obergeschoss. Wo bin ich denn hier nur? Was machst du denn da? Was ist das hier? Habt ihr schon welche? Quest hinzugefügt, Arbeit gibt es immer. Wovon redet ihr? Entschuldigung, ich vergesse immer, dass sich die meisten nicht daran erinnern, wann wir uns in der Zukunft begegnen werden. Wartet, wir sind hier in der Zukunft von gestern. Ich bin derjenige, der verwirrt ist. Ihr werdet mir dennoch helfen, Greifzirkel und Zangen aufzutreiben. Es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Ihr habt morgen bereits zugestimmt. Okay. Der will Greifzirkel und Zangen von mir haben, na, da kann ich aushelfen. Kennst du Gerüchte? Jeder Einwohner von Splitz hat einen Doppelgänger in der Stadt. Das weiß ich schon. Passt auf euch auf. So, ich habe natürlich schon, seit ich das Grundspiel angefangen habe, also seit ich schon das Hauptspiel gestartet hatte damals, habe ich wirklich immer wieder wie ein Verrückter Greifzirkel und Zangen gesammelt. Nur eben dafür, dass es hier auf den Shivering als diese Nebenquest gibt, damit ich ihm die geben kann. Seht mal, ich habe jetzt nämlich insgesamt schon 82 Greifzirkel und 70 Zangen. Also ziemlich viel. Und ich glaube, von beidem braucht man so viel, dass man, wenn man es zusammenzählt, dass das dann mindestens 100 Stück sind. Und dann hat er eigentlich auch genug davon. So, ich kann mal ganz kurz schauen, dass ich die Quest aktiv mache. Hier, Arbeit gibt es immer. Tove der Rastlose sucht nach Greifzirkeln und Zangen. Er will jeweils 5 Goldstücke dafür zahlen. Ich erinnere mich zwar nicht zugestimmt zu haben, ihm zu helfen, aber irgendwie tue ich es doch. Dann werde ich das auch wirklich machen. Mein Schiff macht gute Fortschritte. Ja, ich hätte hier ein paar Greifzirkel und Zangen dabei. Ich benutze sie, um mein Himmelsschiff zu bauen. Unter uns gesagt, das größte Problem war zu erreichen, dass das Wasser oben bleibt und nicht ständig aus der Luft fällt. Was? Was zum... Eine wundersame Vorrichtung. Sie kann perfekt im Wasser schwimmen. Wenn ich es nur schaffen würde, dass das Wasser in der Luft schwebt.
Dafür sind die Greifzirkel und Zangen. Damit werde ich das Wasser in der Luft halten. Als ob das funktionieren würde, du spinnst ja. Ich sehe, ihr habt einige gefunden. Eigentlich kann ich die alle gebrauchen. Wollt ihr sie mir verkaufen? Jeweils 5 Goldstücke, wie ich euch nächste Woche schon sagte. Ja, und zwar hier. Hervorragend. Hier ist euer Geld. Ich hätte euch schon letzte Woche bezahlen sollen. Ich muss mich wirklich für die Verzögerung entschuldigen. So, 760 Gold zum Inventar hinzugefügt. Und ich habe ihm jetzt alle Greifzügel und auch alle Zangen gegeben. Und hat sich... aktualisiert sich nichts, aber ich quatsche ihn jetzt nochmal drauf an. Greifzirkel? Zangen? Wozu sollte ich die brauchen? Oh, ihr denkt wohl an das Himmelsschiff. Alter Kram. Ich arbeite jetzt an einer faltbaren Gabel. Ich muss nur das Schiff auseinandernehmen, um an die Scharniere zu gelangen. So, Quest beendet. Arbeit gibt es immer, ne? Und das war's auch schon. Auf Wiedersehen. Das war eine relativ kurze Nebenquest. Also man braucht halt insgesamt zusammengezählt 100 von diesen Greifzügeln und Zangen. Also jetzt nicht 100 Greifzügeln und 100 Zangen, sondern ihr wisst, wenn man beides zusammenzählt, wenn das mindestens 100 Stück sind, dann hat er genug davon, dann bezahlt er euch und dann ist die Quest eigentlich auch schon erledigt. Also habe ich bereits meine erste Nebenquest auf den Shivering Isles erledigt. So, hier nach nebenan kommen wir einfach nur in sein Schlafzimmer und durch diese Tür kämen wir in den Bliss Buchladen ins Obergeschoss, aber das wäre Einbruch, also gehen wir da lieber nicht durch. Sondern wir gehen durch den normalen Eingang rein. Der ist nämlich gleich hier. Ich bin jetzt so schwer belastet. Gehen wir einfach mal durch den normalen Eingang hin. Das ist nämlich, glaube ich, eigentlich gleich hier. So, ihr habt entdeckt Palast von der Sheod. Was? Der ist doch da oben. Ach, egal. Wo ist denn jetzt dieser Bliss-Buchladen? Wo war denn der nochmal? Ich werde jetzt eh gleich wieder den Part beenden müssen. So, wer bist du denn? Freundlicher Fanrin. Hallo? Achtet nicht auf mich. Ich bin ein wenig müde. Ich kann zu Hause nämlich nicht schlafen. Die Wände, sie sind nicht sicher. Die Wände sind nicht sicher? Wisst ihr es nicht? Ihr wisst es nicht, oder? Na, zum Glück habt ihr mich getroffen. Ihr lauft hier einfach herum, als ob nichts passieren könnte. Warum schlaft ihr nicht draußen? Na, das ist mal eine Idee. Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Aber wo werde ich schlafen? Ich brauche einen Schlafplatz. Ich habe Leute auf der Straße schlafen sehen, aber sie drücken sich zu nah an die Mauern. Ich brauche einen sicheren Ort. Ich kann nicht einfach irgendwo schlafen. Da sind Statuen und Mauern und alles Mögliche, was auf mich stürzen kann. Ich will das nicht. Nein. Aber wenn ihr einen guten Schlafplatz findet, einen sicheren Platz, draußen, dann belohne ich euch. Quest hinzugefügt, jähes Erwachen. Du willst also draußen schlafen, ja? Macht keine Witze. Es ist ernst. Ich könnte sterben. Wir könnten alle sterben. Bitte helft mir, draußen einen Platz zum Schlafen zu finden, wo die Mauern nicht über mir zusammenstürzen. Ist ja schon gut. So, kennst du noch Gerüchte? Manche behaupten, die Crummets seien die Ureinwohner der Shivering Isles. Ja, das kann stimmen oder auch nicht. Leb wohl. Auf so, also damit ich dem seine Nebenquest beenden kann, muss ich einen Schlafplatz für ihn finden, aber das werde ich dann auch ein anderes Mal in Angriff nehmen. Oh, was haben wir denn hier? Alokasia-Früchte. So, ne, er erntet mit Erfolg Alokasia-Frucht, auch wieder eine neue Alchemie-Zutat. So, und wer bist du? Habt ihr meine Vorstellung schon gesehen? Ich bin Tedil, der Jongleur. Ihr habt doch gewiss schon von mir gehört. Ach, wem will ich denn etwas vormachen? Wahrscheinlich seid ihr eher gekommen, um über den schlechtesten Jongleur der Welt zu spotten. Nein, eigentlich nicht. Ich selbst besuche das Kuriositätenmuseum nie, aber Una Armina sucht immer nach neuen Gegenständen für ihre Ausstellung. Na, dann werden wir da vielleicht auch noch reinschauen. Aber in diesem Part wohl eher nicht mehr. So, und hier haben wir... Kann ich das überhaupt lesen? Das ist so dunkel. Ah ja, das verzierte Visier, das ist eine der beiden Schmieden in Orcheod. Also in Tigeldrum gibt es eine andere und das hier ist halt die von Bliss. Aber Leute, das alles und noch viel mehr im nächsten Part. Da werde ich dann auch zum Palast hinaufgehen und mit Shiogorath sprechen. Oh, hallo. Belästigt eine Aureal nicht mit eurem banalen Gewäsch. Ja genau, belästigt eure Aureal nicht mit eurem banalen Gewäsch. Oh, sie kann die Bilder jonglieren, cool. Hallo. Oh, schade, schon vorbei.
So, da läuft schon wieder jemand Neues rum. Oriental und Rendil ja, Trarara. Trarara oder irgendwie so. Und immer noch Flammenstängel. Oh, nichts bekommen, schade. Warum bekomme ich denn nichts, wenn ich was haben will? Ist das fies? Okay, nee, aber egal. Im nächsten Part dann, wie gesagt, gehen wir erstmal ganz kurz hier ins verzierte Visier, weil da drin wird mir nämlich jemand sagen können, was es jetzt mit dieser komischen Matrix auf sich hat, die ich da mal gefunden habe. Und ja, dann geht's aber hinauf zum Palast von Sheogorath. Also bis zum nächsten Mal auf den Shivering Isles, Leute. Macht's gut und wieder danke fürs Zuschauen. Tschüss!